Hallo Leute, herzlich willkommen auf den Kanal Stunner Gaming. Und heute spielen wir mal wieder, wie ihr hier sehen könnt, eine Runde FIFA 23. Ja, die zweite Folge, wie ihr hier sehen könnt, weil ich habe erst eine Folge von FIFA aufgenommen. Das ist jetzt die zweite. Ihr seht schon, ich habe ein bisschen weiter gespielt offscreen. Ich bin auch jetzt in einem anderen Team. K-Gent heißt das, glaube ich. Ja, ich habe ein bisschen offscreen einfach weitergespielt, damit ich jetzt nicht, oder damit einfach nicht die Videos immer 100 Millionen Jahre lang gehen. Dementsprechend habe ich hier sehr viele Dinge schon gemacht. Ich habe außerdem auch einen Derby-Sieg tatsächlich gewonnen. Also ein Trophäe irgendwie, was weiß ich. Keine Ahnung. Sage den Medien, wie glücklich du bist, dass das Team in einem Spiel überzeugt hat, das den Fans so viel bedeutet. Disziplinpunkte, komm, rein da. So. Er fällt in 26 Tagen. Karriereende Geschenk für Kums. Ja, ich habe ja eh 81.000 hier. Kriegst du das natürlich auch hier. So, hier bitte sehr. Warum geht das nicht weg? Egal. Bitte um eine Gehaltserhöhung. Mhm. Ich weiß gar nicht, wie lange ich hier noch bin, weil ich habe tatsächlich so eine Leihe gemacht. Das heißt, ich bin hier nur ausgeliehen in diesem Team. Ja. Wende an Tierschutzeinrichtung. Ja, können wir auch mal machen. Wir sind auch hier für die Guten. Für die Guten. Klingt jetzt ein bisschen so, als wäre ich böse. Aber nein. Kaufe ein Laufband. Was kann man hier? Ich kann nur noch drei Sachen kaufen. Was? Okay. Gut, gut, gut. Gehen wir doch mal hier weiter. So, wir können auch mal gucken. Wir sind gerade sogar auf dem ersten Platz. Oh, aber wir haben nur 41 Punkte. Gut. Gehen wir mal hier auch weiter. Oh, wir haben bald wieder irgendein Turnierspiel. Gut. Ich würde sagen, wir spielen einfach mal. Let's go. Ich habe die Musik übrigens ausgemacht damit, wegen Copyright und sowas. Na, ihr wisst Bescheid. Sonst gibt es nämlich ein bisschen Probleme. Beziehungsweise ein paar Songs, glaube ich, auch erlaubt sind. Also ich glaube, alle Songs hier drin sind erlaubt. Aber ich habe trotzdem dann irgendwie ein Urheberrechts. Beschwerde. Ja, natürlich, dass mein Kanal, soweit ich es sehe, grün ist. Und nicht gelb. So. Oh. Oh. Ach, Mann. Wie schnell soll man das denn machen? 6.000 Punkte habe ich schon und das ist immer noch zu wenig. Egal. Wer in diesem Spiel im Mittelpunkt stehen wird, ist keine große Überraschung. Er ist aktuell der beste Scorer der gesamten Liga, absolut überragend. Und mal sehen, ob er heute an die letzten Leistungen anknüpfen kann. Gleich geht's los. Ja, nein, mich dann. Sie sehr herzlich zu diesem Spiel heute Abend. Willkommen, liebe Fußballfreunde. An dem Mikrofon melden sich auch heute wieder Wolf Fuß und Frank Buschmann. Und heute präsentieren wir Ihnen ein Ligaspiel. Ja, könnte ein klasse Spiel werden. Ist doch zu mir. Ich denke, die beiden Teams werden das Spiel auf jeden Fall sehr ernst nehmen. Da ist einiges drin, eine sehr reizvolle Partie. Falls die Stream-Qualität nicht so geil ist, liegt es tatsächlich an die Übertragung von der Xbox. Ey, mach bitte nicht dein Tor. Jetzt halt doch den Ball auf. Da ist das erste Tor und das Spiel geht richtig gut los. Ja, das verspricht eine sehr. Ja, Junge, weil keiner mitläuft, diese Leute hier. So, da hätten wir also noch 1:0. Ich biete mich an, der schießt nicht. Was ist das denn? Komm, jetzt machen wir hier das Tor. Bam, 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 bam. Let's go. Ausgewibbelt. Er lässt den Gegner stehen. Er ist frei, da kann was draus werden. Bam! Ausgleich, drin ist der Ball. Da durften sie sich nicht allzu lange um die Führung freuen. Ah, ich hab das komplett fertig. Wir schauen nochmal auf die Wiederholung. Da setzt er sich durch. Und dann machen sie aus nächster Nähe. Let's go. Das ist letztlich nur noch Formsache. Und damit alles auf Anfang. Es steht 1:1. Hm. Geht irgendwie nicht. Okay, da bin ich wieder. Ich muss mal kurz weg. So. Wir brauchen mindestens 2 Tore und oder Vorlagen. Aha. Bam. Bam, bam, bam. Oh, renn, Kollege Schnürschuh. Und er gewinnt den Zweikampf. Ey, mit einer Kackrätsche, Junge.
Pritic. Nee, diesmal renne ich mit, Junge. Diesmal nicht. Da muss die Abwehr jetzt aufpassen. Ach komm, Junge, er hätte doch zu mir schießen können. Erstmal hier der Ballverlust. Ries. Abseits ist klar, ach, für Abseits, die sind doch alle da an der Linie gewesen. Das war nachlässig, das war unüberlegt. Da müssen Sie warten. Das wäre unüberlegt. Sehen doch, dass da jemand unüberlegt. Ist. Das ist kein guter Pass. Stark gemacht, das könnte was werden. Immer noch gefährlich. Nicht reden. Klasse vom Torwart. Er spielt den Ball raus. Sie schirmen den Ball ab. Das macht er gut. Nein! Och Mann! Zweikampf, er hat den Ball. Ballverlust. Auf dem Flügel ist jetzt Platz. Ey. Gut gesehen, das war Abseits. Ey, wer hat dieses Abseits erfunden? Ganz ehrlich. So. Schieß. Junge, was läuft denn da? Mitten rein. Viel Platz da in der Mitte. Wir können nichts aus der Flanke machen. Sie können. Ach, Junge, die sind ja alle so inkompetent. Ja, komm, mach dein blödes Tor. Geht dazwischen. Tja, wir sehen es an den Ballbesitzzahlen. Die Gastgeber machen im Moment, was sie wollen. Die haben alles im Griff. Und bei diesen guten Chancen, die rausspielen, ist der Führungstreffer eine Frage. Ich komme nicht dran. Junge, schieß doch zu! Ey, die können alle kein Fußball spielen, sind alle zu behindert. Das findet der Trainer überhaupt nicht witzig. Da müssen sie mehr rausmachen. Ja, der Trainer, der kann nicht mehr. Ja, komm nicht mehr. Jetzt aber. Komm nicht wieder. Ach ja, komm, nee, ganz ehrlich. Gute Gelegenheit und das wäre dann sein zweites Tor heute gewesen. Da muss er doch klären, aber Ball bleibt gefährlich. Er schießt. Nein! Da klatscht der Ball an den Pfosten. Das war Pfosten. Junge, der kann aber auch nicht schießen, ne? Der läuft einmal mit dem Ball weiter. Ball. Wenn der reingeht, wenn der nicht am Alu landet, dann gehen sie in Führung, dann haben sie alles im Griff. So, boah, die können nicht mal einen Ball annehmen. Jetzt ist Platz für den Konter. Ne? Klasse Tackling. Er ist frei, da kann was draus werden. Und wieder Aluminium. Ja, Junge. Gefährlich. Alle wissen's, aber stoppen kann ihn keiner. Bam. Doppelpack. Ganz starkes Spiel heute. Din. Aus nächster Nähe das Tor. Sie machen alles richtig in dieser Situation. Let's go. 49 Tor. Übrigens, nicht wundern, warum ich Stando heiße, ja. Aktueller Spielstand jetzt also 2-1. Ganz kurze Nachspielzeit nur. Eine Minute gibt's hier zusätzlich. Oh, perfekt. Die erste Hälfte ist zwei Tore, das ist doch gut. Können wir die zweite Hälfte aussetzen? Ich weiß es nicht. Weil ich habe halt auch keine Ausdauer mehr. So ein bisschen das Problem bei mir. Wir sind in beiden Grünen, ne? Also wir würden 15 Punkte, glaube ich, kriegen. Hm. Anstoß und damit läuft die zweite Hälfte dieser Partie. Das ist die Frage. Och Junge, die sind so inkompetent. Lau den. Danke. Jetzt haben sie den Ball. Hör nicht rum. Ach ja, komm. Ey, ich hasse dieses Abseits. Auf beiden Seiten wird nun gewechselt. Schön, dass er eine Verletzung hat. Ja, sieht durchaus vielversprechend aus. Gute Ballführung. Und das will er jetzt alleine machen. Gerade.
Tolle Parade. Ja, das war ganz gefährlich. Was für eine Szene. Die Ecke kommt rein. Da ist der Ball erstmal raus. Die Balleroberung. Och, Junge. Gute Grätsche. Ja, Sie haben gut. den Ball. Da hat er nur noch den Torhüter vor sich. Zu früh losgelaufen ist abseits. Ey. Jetzt kommt der Wechsel. Ja. Komm schon. Gutes Pressing jetzt. Da ist der Ball weg. Jetzt ist er auf und davon macht er das Tor. Ja. Das ist der Dreierpack für ihn. Drei Tore. Er ist heute nicht zu halten. Drei Tore. Da sehen wir es in der Wiederholung, wie er den Ball voll nimmt mit ganz viel. Ja, das ist schon ein geiles Tor gewesen, muss ich sagen. Ein wunderschönes Tor. Ja. Das gebe ich wirklich zu. Der neue Spielstand lautet jetzt also 3:1. Er geht schon, vorbei. Mach das Tor. Was für eine Chance. Ja. Noch ein Tor. 3 Tore Führung nun also. Heute zeigen sie wirklich, wie treffsicher sie sind. 4 Tore. Sie liegen deutlich vorn. 64. Minute, ja. Kommt schon. Jetzt nicht verkacken. Ja, danke. Ball erstmal weg. Aua. Ich habe keine Ausdauer mehr. Das ist so ein bisschen das Problem bei mir. Ja, komme ich da hinterher? Ich glaube nicht. Ich bin zu langsam. Ball ja, draußen wird Einwurf geben. Fast eine 10 habe ich, ey. Komm, jetzt aber. Klasse Vorstoß, da müssen Sie aufpassen. Da haben Sie naja, ich habe leider nicht richtig geschossen. Fragen wir uns alle, Wolf. Das war doch eigentlich ein sicheres Tor. Ja. Ecke kommt in 16er. Da war er mit den Fingerspitzen dran. Die 9,8. Weiterer Eckball für Sie. Das war nix. Ja. Alles drehen und damit wird's noch deutlicher. 4 Tore. Was war das für ein Kopfball? Ich habe das ja gar nicht gesehen. Geil. Das ist nochmal die Wiederholung dieses Treffers. Erst der Eckball und dann kommt der Kopfball. Technisch wunderbar gemacht ist das. Da gibt's gar nichts zu halten. Schön viele Tore heute. 5:1 jetzt. Und wer weiß, ob das schon ist alles der denn war. In? Da steht ja niemand. Pricic. Hat jetzt Anspielstation. Der Ball war nicht platziert genug. Ja, so. Ali. 8 Minuten jetzt noch. Ball bleibt hängen. Ja. Da ist der Ball weg. Let's go. Schießt zu mir. Er kann sich durchsetzen. Ball ist nicht. Nein, ich hatte den Ball doch noch. Junge, was machen die denn? Da passt er auf. Schieß weg. Danke. Oh, perfekt. Das ist der Schlusspfiff und damit Boah, steht es nun ihr fest. Tor gemacht. Die Gastgeber dürfen sich heute über diesen Sieg. Geil. Wer lässt den Gegner stehen? Boah, eine glatte 10 habe ich sogar. Weiter. Boah, Junge, das war wirklich eine interessante Runde diesmal.
Boah, wir haben sogar fünf. Wir haben alle Dinge erfüllt, die wir erfüllen sollten. Das schmeckt. Oh, und jetzt gibt es wieder ein Turnier. Aber das seht ihr erst in der nächsten Folge, wie wir das Spiel spielen. Warum bin ich gesperrt? Da steht gesperrt. Hallo Sando, deine jüngsten Leistungen haben mich ziemlich enttäuscht. Ich weiß nicht, ob ich dich im Moment wirklich in der Mannschaft sehe. Hä? Von der Startelf ganz zu schweigen. Du musst in jedem Training alles geben, um dir einen Platz zurückzuerobern. Gib alles, es liegt nur an dir. Viele Grüße, Hein. Hä? Ich hab doch alles gut gemacht, was willst du? Trainer. Hä? Was will der denn? Hier, alles simulieren. So. Oh, wir sind sogar Level 20 geworden. Löschen. Weg mit dir, blöder Trainer. Bin nur als Laie hier, ne? Ich weiß nicht, warum da oben steht, dass ich gesperrt bin. Es steht anscheinend, ich kann sie doch spielen. Hä? Oder geht das nicht? Ne, geht nicht. Ah, gut, dann mach ich Schnellsimulation. Eins, ja gut. Also ich weiß nicht, warum wir das nicht spielen konnten, deswegen kann ich doch kein Video dazu machen. Steht einfach gesperrt. Ohne Grund, ihr habt doch gar nichts gemacht, Mann. Jetzt darf ich wieder spielen, ne? Naja, dachte ich mir. Okay, Aktivitäten. Was gibt's hier so? Bestelle einen Anzug von einem... Ich sehe nichts. Achso, Entscheidungen hier. Karriereende, Geschenk für... Junge! Wie oft will er denn ein Karriereende machen? Ich hab ihn doch schon 500 Millionen Euro gefühlt gegeben. So, haben wir jetzt hier noch irgendeine Mitteilung bekommen? Spielbereit. Hallo, Stando. Kurze Vorwarnung, deine Sperre ist abgelaufen. Das bedeutet, dass du wieder spielberechtigt bist. Aha. Aber warum habe ich eine Sperre gekriegt? Ich verstehe das nicht. Egal. Ist auch egal. So gut. Wir machen hier mal kurz weiter. So, kriegen wir hier noch Geld, ja. Okay, gut. Wiederentwicklung. Wir haben ja wieder Points. 3 Stück. Wo können wir die denn mal reinstecken? Also ich habe hier wirklich fast, also hier bei Körper habe ich alles an Sachen geskillt. Ich glaube, ich würde jetzt mal hier reingehen. Da haben wir jetzt hier noch einen und den kann ich tatsächlich hier platzieren. So, hier sind wir auch ein bisschen besser in Dribbling. So, okay. Weiß tatsächlich nicht, warum ich gesperrt wurde in diesem einen Spiel, aber ist auch nicht so schlimm. Oh, und wir haben sogar einen weiteren Platz, den wir belegen können. Was ist denn für uns gut? Dicht machen. Defensive Werte werden nach einem von Team erzielten Tor für kurze Zeit 15 Minuten gestärkt. Torwartfähigkeit in 1 gegen 1 Situationen werden gestärkt. Ja, wäre auch geil. Stärke die Fähigkeit deiner Mitspieler bei Kopfbällen und in der Luft. Verbessert die Flankenpräsentation und Präzision, meine ich, und die Flankenfähigkeit. Gewährt an die Effekteigenschaft, die Flair-Eigenschaft und die frühes Flankeneigenschaft oder verbessert die schwache Fußfähigkeit auf 5 Sterne. Verwertung von Standard. Seine Kopfballwerte werden bei Standardsituation Freischuss, Ecke, Einwurf 10 Sekunden lang gestärkt, sobald der Ball im Spiel ist. Mhm. Oh ja, das kommt definitiv rein. Erhöhung. Das kommt rein. Bam. Okay. So, habe ich jetzt hier noch irgendwas zu tun? Könnt mal gucken, ob wir irgendwie eigentlich jetzt wieder weggehen können. Nö. Also ich weiß gar nicht, wie lange der Vertrag ist, wie lange ich hier bleiben muss, ne? Mal es hier im Kalender sehen. Also das ist jetzt noch ein Spiel und dann geht's hier weiter, ne? Na ja, gut.
Okay. Ja, Leute, wenn euch dieses Video gefallen hat, dann lasst doch mal gerne ein Like, ein Abo und einen Kommentar da. Und außerdem auch mein Discord-Server vorbei, der ist unten in der Videobeschreibung verlinkt. Würde mich sehr freuen. Ja, aktiviert die Glocke, damit ihr kein Video mehr verpasst. Würde mich auch freuen und auch supporten. Jetzt habt einen traumhaften Tag. Haut rein, Leute. Euer Sando. Ciao, ciao. Feeling the show.